Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Acecave und wir sind hier in Minecraft und ja, wir haben letzte Folge unsere Schmiede angefangen. Richtig coole Sache hier, du. Und yeah, it's so beautiful. Nein, und zwar muss ich mal schauen, wie ich das denn wohl mal mache. Und zwar brauche ich Eisen. Eisen. Und zwar habe ich schon mir überlegt, obwohl ich weiß nicht. Ja, wir nehmen jetzt die Eisengitter. Jetzt ist eh zu spät. Ich wollte die eigentlich jetzt zurück zu Eisen machen, aber das geht nicht. Das geht doch nicht, Mensch. Muss doch mal ein bisschen nachdenken hier, du. Und zwar haben wir noch ein wenig Holz. Ich hoffe, das reicht noch für den Boden. Wenn nicht, haben wir gelitten. Ach, kacke, ich brauche wirklich noch Eisen. Schwul. Fällt mir gerade ein. Und zwar noch ganz schön viel. Da hätte mir das Eisen jetzt auch nicht mehr gebracht, was ich übrig gelassen hätte. Statt die Gitter gemacht oder so. Wir hüllen das jetzt aus. Ist mir egal, ob wir mit der Hand machen oder nicht oder so. Obwohl, nein, das ist mir zu anstrengend. Weg. Weg. Aus dem Weg. Ich bin Arzt. So. So. Ab. Okay, passt. Upp. Hoppala. Eduard, reinkommen. Oh, Creeper. Boah, ich dachte gerade schon, Alter, was ist das denn für ein grünes Vieh? Schon wieder hier vor meinem Haus. Ich glaube, es hackt. Nein, bitte nicht. Oh. Gerade echt Panik bekommen schon wieder. Sollte echt vorsichtiger sein. Oder mal irgendwelche Abwehrkräfte hier hinmelden. Ich glaube, ich muss mal mehr Actimel trinken. Actimel. Actimel. Ich bin Herr Schneider. Ich habe keine Saudo. Saudo. Grund- und Bodenschämen solltest du dich, du scheiß Creeper. In Grund und Boden, du. Dort ist wie bei den Fischen. Bei uns im Norden, ne? Sind die Fische noch im Wasser. So. Das klappt noch alles. Auch wenn das hier alles aufwendig ist, das Dreckding möchte ich auch noch haben. Viele meckern über Dreck in Minecraft. Ich nicht. Dreck ist hilfreich, Leute. Denkt immer dran, du ist es im Leben. Alles, was du haben kannst, ist deins und kannst gebrauchen. Die Schmiede wird immer schöner und wir haben kein Holz mehr. Das war doch irgendwie klar, meine Freunde. So, dann haben wir hier Kies. Zack. Irgendwo haben wir doch noch Kies, glaube ich, oder? Haben wir noch Kies übrig? Ich hoffe mal. Jawohl, haben wir noch Kies. Sicher, Junge, sicher. Hoppala. Sicherlich haben wir noch Kies. So, jetzt brauchen wir noch Fackeln. Haben wir Fackeln? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall machen wir erstmal den Creeper platt hier. Weg vom Eduard! Eduard! Schön weggeflogen. So gehört sich das. Ich wollte mal gucken, wie sich Fliegen anfühlt. Früher, ne? Also... Ich bin jetzt Astronaut gewesen, bin richtig durch ein Weltall geflohen und 1000 Millionen Dollar von Britney Spears. So, weiter hier. Löcher stopfen kann ich auch irgendwann machen, mal. Mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Holz schon wieder, wie immer. Und ich hoffe, Heinrich erwischt uns nicht. Ich habe noch nichts Neues von ihm gehört. Ob seine Hütte ist, die wir letztens wohl gesehen haben, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt auch mal das Holz hier weg. Wenn er Stress haben will, soll er kommen. Leute, wir sind gerüstet für jeden Kampf. Außer für Creeper vielleicht. Aber das kriegen wir auch noch hin. Lalalala. So. Ich weiß nicht, ob das reicht. 30, 36. Nehmen wir noch ein Bäumchen mit. Hier, das, den habe ich sowieso schon gepellt. Von seinen Blätterchen. So,
fällt hier noch was ab. Ist mir egal jetzt. Wir wollen was in der Folge schaffen. Somit hauen wir jetzt mal rein. Laufen wir mal wieder durch unseren schönen Tunnel, den wir bald auch weiter pflanzen müssen. Und hier ist echt bald alles voll mit Dreck, voll mit Gras. Das ist richtig nice. Aber den Eingang muss ich noch ein bisschen anders machen. Das sieht nicht so... Na, das wird noch. Das wird noch, Kinder. Das wird noch. Alles hat Zeit. Es eilt uns nichts. Doch die Zeit. Bam, 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 bam. Oh. Hoppala. Zack. Und jetzt brauchen wir... Stimmt, genau. Das wollte ich ja noch machen. Und zwar... Muss ich das jetzt mal gerade... Fail. 3 und 4. Das reicht, das 4, weiß ich jetzt gar nicht. Dann muss ich mal gerade schauen. Ach Gott, ist das eine Scheiße, doch. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, oder? Ich habe keine Ahnung. Obwohl es, glaube ich, auch so reichen wird. Aber das sieht ein bisschen schwul aus. Oh, wir haben doch da ein Crafting Table stehen. Mann. Egal. Kann hilfreich sein, vielleicht. So, ich brauche... Eduard, raus aus der Schmiede. Nee. Du, Strafe muss sein. Jetzt musst du wieder frieren. So ist das. Wer sich hier nicht benimmt, der kriegt Anschiss. Punkt aus, fertig, Eduard. Da brauche ich auch gar nicht mit dir diskutieren. Obwohl du immer gerne mit mir diskutierst. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Obwohl, ich schau mal gerade, ob das vielleicht möglich ist. Sieht ein bisschen besser aus. Das steht auf jeden Fall fest. Ich schau mal kurz was. Wir brauchen Stein, da hilft nichts. Da müssen wir auch nicht gerade drum diskutieren hier. Das ist einfach so. Wir brauchen sowieso irgendwann Stein, Kinder. Also warum dann nicht jetzt gerade schnell? Wir haben nur noch 7 Minuten ungefähr. Dann ist die Folge schon wieder vorbei. Und dann geht es weiter in der nächsten Folge. Und ich möchte immer gerne Minecraft spielen. Und ich kann nicht singen, aber das ist mir egal. Du musst dir das anhören, obwohl du auf Pause drücken kannst. Aber du drückst nicht auf Pause, weil du mich magst. Tralalala. Alter, ich gehe zu DSDS, echt. Deutschland sucht den Server. Das müsste man mal echt bringen. DSDS, Casting und dann seinen Server vorstellen. Wenn ihr dafür seid, dass ich zu DSDS gehe oder das Supertalent oder The Voice of Germany und ich mache einfach irgendeine Scheiße, schreibt es als Kommentar. Ich gehe dahin und mache einfach irgendeine Scheiße. Ich nehme einen Kameramann mit, der nimmt das alles schön auf und dann geht's ab. So, Kinder. Hier ist was ganz Schönes hier. Da wird ganz Schönes hergestellt. So. Was ganz Schönes. Was mich jetzt aber stört, ist, wenn wir, was ist, wenn wir so machen. Ja, das sieht ein bisschen noch besser aus. Ja, Leute, das ist hier was Schönes, ne? Das muss ja was Schönes werden hier. So, wie viel brauchen wir denn? Wie viel Öfen? Machen einfach mal so viel wir können. Reicht. So, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Machen wir erstmal 4. Brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Kohle. Machen wir die Kohle fertig doch jetzt, ey. So eine Kiste haben wir auch, die stellen wir da hin, da kommt immer die schöne Kohle rein. Und dann passt das. So. Und zwar, das könnten wir eigentlich jetzt auch schon mal gerade machen. Einmal Räunde und hier machen wir auch nochmal die 4 rein. Zack, Räunde in die Dingen. Und dann geht's mal auch wieder rein in die gute Stube. Nehmen wir mal ein bisschen Kohle. Ja, Kohle verbrennt sich gut. Wurscht.
So, nehmen wir jetzt die Kohle. Hoppala. Wird schon wieder abends hier oder was ist hier los? So, und dann teilen wir die auf. Und zwar schön in 16 Teile. Rein, 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 rein. Und da schon kann schön die Kohle rein. Da brennt auch schon die Öfen. Ne, so läuft das hier. So, dupdi-dupdi-da, schalalalala, tralala. Und wir brauchen Eisen. Und ich bin gespannt, wenn wir das Ding ernten, dann geht es richtig ab da, ne? Nein, wir müssen aber wirklich ernten mal langsam das Getreide. Weil wir brauchen echt was zu essen. Wir sind schon wieder am krepieren. Und wir haben nichts zu essen. Das ist ein Problem, was wir haben. Und ich möchte nicht sterben. Wir sind mittlerweile schon fast Level 28. Und mir hat es schon einmal gereicht mit Level... Welches Level waren wir da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall irgendwas über 20. Und das war echt scheiße. Gewächshaus. Ich brauche Melonen und all so ein... Auch Kürbisse könnte ich anpflanzen. Das stimmt, weil wir haben ja Kürbisse irgendwo drinne. Das könnten wir allerdings anpflanzen. Das ist eine gute Idee. Und wir könnten theoretisch auch gerade... Ne, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Eduard, du tust mir echt leid. Du bist echt am Frieren, ne? Aber wer nicht hören will, muss fühlen. So sieht das aus. So, hier richtige brasilianische Musik. Die ist jetzt auch wieder in ein paar Sekunden zu Ende. So. Und jetzt haben wir noch irgendwo Fackeln. Jawohl, haben wir noch irgendwo Fackeln. Sicher. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ach, hier haben wir noch Holz ohne Ende. Ah, egal jetzt. Egal, Karl. Nee, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich muss gerade echt gucken. Ich muss mich mal überlegen. Und zwar wollte ich mal gerade was gucken. Und zwar, wie sieht denn das aus, wenn wir hier sowas dran langziehen? Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Mal schauen, mal schauen. Lassen wir das erstmal so... Haben wir noch irgendwo hier Stein? Ne, den Kies nehmen wir mal immer mit. Was mich stört ist, dass wir hier schon wieder keinen Stein haben. Wir müssen echt eine Folge mal Stein sammeln gehen, auch wenn es lästig ist. Und Holz. So, hier können wir auf jeden Fall hier schon mal zack und zack und... Ja, wo sonst noch? Keine Ahnung. Die behalten wir einfach mal. So, wir holen uns jetzt Stein. Stopp. Wir machen uns hier nochmal mit dem restlichen Stein eine Spitzhacke. Und dann gehen wir die letzten 2 Minuten, beziehungsweise jetzt die letzte Minute kurz mal Stein hacken. Und ja, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall schon mal anfangen mit meinem Schlusswort, wie auch immer. Und würde einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft und Ace Cave, also mit mir. Und ja, mich würde freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Wie gesagt, das Feedback, mir Feedback gebt oder auch was zu der Schmiede sagt oder zu irgendwas. Irgendwelche Ideen, Gesprächsthemen werden ja immer gepostet, finde ich richtig nice. Ihr kennt ja alle Gronkh und der macht so eine Twitter-Runde. Ich bin ja nicht so der Twitterer hier unter den Twitterern, aber ich möchte sowas machen wie das gleiche wie mit YouTube, mit den Kommentaren. Und ja, deswegen ordentlich Kommentare posten, ganz viel Fragen und so weiter und so fort und dann werde ich die beantworten. Ich könnte die sofort beantworten, wenn ich wolle, in der Kommentarbox unten unter dem Video, aber das wäre ein bisschen langweilig, also ja. Erzähle ich da ein bisschen mehr dazu, zum Beispiel zu der Frage, hast du eine Freundin oder was war denn da noch? Auf welche Schule gehe ich? Was möchte ich später werden und sowas alles? Da möchte ich dann nicht nur zu sagen, den Beruf kurz nennen oder meine Freundin, sage ich dann, hast du eine Freundin? Ja, habe ich. Oh, nächste Frage. Nee, zum Beispiel nur was Kurzes dazu erzählen, zum Beispiel zu dem Frage, hast du eine Freundin, dann so, ihr wisst, was ich meine. Halt was Kurzes zu erzählen,
wie lange bin ich mit ihr schon zusammen oder was auch immer und so fort. Jetzt habe ich eigentlich schon verraten. Ja, ich habe eine Freundin, aber ich werde noch mehr dazu sagen. Ist ja auch egal, wann ich dann diese Frage-Antwort-Kacke da bumster mache. Was heißt Kacke? Es macht eigentlich ganz Fun. Muss ich mal schauen. Ich würde einfach sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge sehen. Das war ja ein langer Schlusssatz, also in 2 Minuten auch cool. Naja, okay. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder als Escape von Minecraft, wie gesagt. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.